Und wir kommen über eine Uhr, die tickt, aber noch ist bis Mittag. Da müssen sie zu Jung Lünster fertig sein, beim RTL-Challenge. 100 Stunden für Ziel, das Schloss. Leint da bist du gut an der Zeit oder geht es auf der letzten Linie trotz aber nach eng? Der Philipp Dundlinger möchte Point. Die großen RTL Challenge 2009. 100 Stunden für Zierdalschloss. Der größte Faktor, den um Bau nicht mit unseren Handwerker kooperiert, ist der Frost. Immer näher möchte sie sich für alle an der Nacht bei denen extreme Minustemperaturen bemerkbar. Die Leute, die meist an der Bestände Bausen machen müssen, sind dadurch dann abgehalten. Dieser ständige Kampf gegen Kehlt hält einfach kein Ende. Das Gefrühe, das ist unmöglich für hier an den Boden zu kommen. Ne? Wenn die Krasi, die muss man an den Big Backer lassen lassen, für einen Schub zu kriegen, das halt, geht ganz viel Zeit drum. Ne? Ah, der Boden ist gefrühe. Und ich muss man auch mal klein schlagen. Wir müssen ja ein bisschen dran kriegen. On est obligé d'aller à l'intérieur, dégeler la machine. Dégeler la machine, après on revient, on la remet de nouveau pour que ça avance un peu. An der Küche muss es auch viel gehen. Wenn man den Mitteln alles funktionieren und stehen soll, dann ist es nicht nach viel lang zu überlegen, wo was hier kommt. Aber keine Panik, Hai und Junge beim Abrichten sowieso Routine dran. Bei ihnen gibt es just eine Regel. Ein Küche muss am engem Dach stehen. Und wir sind das eigentlich gewöhnt. Der Kollege hat ja erstmal noch die Rückwandverkleidung machen. Und ich baue schon einen Tisch ab. Also hat gut geklappt, hat erst reingegangen. War gut geplant, hat alles gepasst. Einfach top. Ein Stock mir hier steht schon das erste Dekorationsmaterial brett. Was sich Lona auf einem Kopf angesammelt hat, soll Herr Not von einem von den Mantern nachher verschönern. Deals selber gebastelt, deals Kaver gestift, so kommen halt dauernd Leute für etwas aufzugehen. Und alles muss gedurcht gehen, der Strom, die Leute, wie wann in hier noch etwas am Hausfeld gesehen, da muss geliehen ziehen. Die Haus ist groß und so wird da noch ein Unmaß von Luft gebraucht. Ein schönes Dekal Luft für draußen, ein für Handen auf Terrasse mit einem Bewegungsmelder, zwei Spotte für ein Bootzimmer, drei Spotte für ein Kitchen, ein für ein Treppenhaus, ein von 1,20 Meter an den Hohl. Ja, ich meine, das gibt ganz Haus Helge. Und obwohl nach am Haus auf verschiedenen Räumen weiterhin kräftig geschlafen und geschafft wird, hast du aber schon gewusst, was er noch auf den Boden könnt, für das Ganze noch mehr zu verschönern. Wenn Haus und die Teppiche ist ein bisschen traurig, dass da aber das wird, so der Final Touch ein bisschen mehr wärmen möchte. Und du mal gedacht, für einen Schlaf kommen, für das doch mehr heimlich geht, für einen Tapir und einen flotten Zusatz, auch wenn es dem Schal und dem Comedy hilft. Wie ihr alles den richtigen Platz von tut, muss nach ein Keier Färm ugerabt gehen. 100 Stunden sind sie ja aufgelaufen. Sie schaffen, als bis morgen Mitte nach ein Jahr. Und ob man mit dem Projekt vier um Ultimatum fertig gehen, das steht bis sie wollen noch an den Sternen. Oh Philipp, denk Sterne sehen anders aus wie Mengen. Wir gehen ganz sicher fertig, wir gehen richtig Gummi. Wir sind hier in der Küche, die Endfertigung machen, die Elektrogeräte gehen angebaut. Am Bootzimmer sind wir alles um Festmann. Die Gurt läuft draußen, also besser kann es nicht laufen. Für den Künstler Edgar Kohn konnte der Mitte auch nicht besser laufen. Ein Mini-Platz an der zukünftigen Stufe, wo hier nicht so viel gehört wird, hat ihm erlaubt, seine Gedanken frei laufen zu lassen, für so den Mantel nachher auf der Platz passend zur Mauerfarbe ein Bild zu malen. Dann habe ich so eine Bilder. Da fehlt dir schon etwas. Und sind schon in den Raum gekommen. Ja, ein bisschen so Sonnefarbe. Und ich dachte, hier müsste hier schon etwas Sonnisches für die Leute. Müsste ein Bild mit ein bisschen Hoffnung. Und ich bin ins Schloss gefahren. Ich hatte nicht gedacht, dass ich sehr fertig gehe mit das Kahl, da muss ich führen. Und ja, ihr Pfaff und Pinsel, den ungefähr raus. War schon zum Glück fertig und haben wir das Resultat. Führen der Diergift Bad schon raufgeholt und steh so aufgerichtet gehen. Mehr kriegen wir den Moment noch nicht verraten, weil die große Überraschung, der ist ja für nur viel gesehen. Die großen RTL Challenge 2009. 100 Stunden für Zierdalschloss. Den 9. machen wir überstolz, aber morgen gehen wir fertig, das ist ganz sicher. So, Bootzimmer ist noch fertig zu machen, Küchen ist noch nicht ganz fertig, Schaufkummer ist sauber gemacht, alles an allem. Hey Gott, muss man fertig gehen. Die 100 Stunden sind bald aufgelaufen. Ob Eisen RTL Challenge ein Succes geht, das seht ihr morgen Abend im Journal. 100 Stunden für Zierdalschloss. Zusammen mit Co-Planning als enge Partner.
Also Philipp hat gesagt, wir haben am Journal Bilder, ob sie fertig gehen, um Radio, auf Radio Lützebüsch, können wir da schon lauschen, ob sie da fertig gehen. Und dann, ob alle Jungen, lassen wir dann heute bei uns auf der Tölle die 100 Stunden Revue passieren. Wir können heute um 20:07 Kartuell, Samstagstand um 7, der Pisa, und direkt Maria Zenners beim Journal. Von mir noch einen ganz schönen Abend, bis geschwind, ciao.